So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Diesmal ist es nicht die Karte irgendwo in Bayern und auch nicht irgendwo in Gamsting. Diesmal ist es eine OGF-Map und zwar die vom Bernie SCS, die OGF-Ammersee-Map. Ja, warum oben links das Totenkopf-Symbol? Ja, der Bernie hat auf Modhoster dazu geschrieben, dass er quasi mit dieser Karte seinen Ausstand feiert aus dem Modding, aus der Modding-Szene, was natürlich sehr schade ist, weil ja die gewohnte Qualität, die konntest du ja quasi blind laden, die Karten. Und auch diese hier wieder, die ist so detailreich, so schön, so versteckte Sachen auch wieder dabei, so Wahnsinn. Alleine der Kuhstall hier, das ist mit Belmaster, mit oben Ballen rein, mit Förderband runterlassen und so weiter. Richtig coole Geschichten hier dabei, das gucken wir uns alles noch an. Wir haben jetzt hier erstmal angefangen, oder ich vielmehr, ist ja ein Singleplayer jetzt. Wir haben angefangen, dieses Feld hier zu ernten. Wir spielen jetzt zusammen auf der Schwierigkeitsstufe leicht. Denn wir spielen ja auch mit kaufbaren Objekten. Beispielsweise die Felder alleine, klar, logisch. Die sind zwar grün, aber die muss man alle kaufen. Den Mixfeeder, dann die BGA und so weiter. Das muss man alles kaufen. Und das kostet richtig Geld. Also ich war schon mal da, hab mir das mal angeguckt. Ja, da können wir aber noch ein, zwei Hektar abernten hier. Ja, und deswegen auch einfach auf der Schwierigkeitsstufe leicht, damit es auch ein bisschen schneller geht, damit hier was zu sehen ist, damit es vorwärts geht und dass es auf dieser Karte nicht langweilig wird, denn das hat sie echt nicht verdient. Ja, schade, dass er aufhört, aber mal, so ist es halt. Er sagt selbst, er wird nicht jünger und es wird immer komplexer hier, klar, das glaube ich ja auch, was hier teilweise schon für Sachen verbaut sind, die mittlerweile ja schon fast zum Standard gezählt werden, wo man sich schon fast beschwert will ich nicht sagen, aber wo es doch schon fehlt, wenn es nicht dabei ist. Und ja, er sagt, es wird immer komplexer und so weiter. Ja, kann ich verstehen. So, während Otto Combine das Feld weiter erntet, machen wir mal ein paar Ballen hier. Und zum Start haben wir zwei Felder. Einmal hier, Feld Nummer 6. Wo wir uns gerade befinden, und Feld Nummer 16 auf der rechten Seite, Nähe Ammersee und Gaststätte. Da habe ich jetzt schon gedüngt und da, sobald hier ein Schlepper frei wird, wir haben nur zwei, müssen wir dann dort ansehen. Also hier ist jetzt Weizen drauf. Ja, wahrscheinlich machen wir dann Gerste oder Raps drauf. Wobei Raps, glaube ich, ganz gut wäre. Ist ein relativ großes Feld. Und das macht dann da schon Sinn. So, wir schalten mal das Allrad mit dazu. Ich glaube, der MB-Truck hat hier ein bisschen zu kämpfen. Das ist ein 1100er. Und ja, aber das, solange wir in Fahrt bleiben, ist alles gut. Wir müssen aber gleich bremsen. Otto ist voll. So, wir laufen mal dorthin. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe auf der Karte, also es ist echt, echt traumhaft. Umso trauriger ist es und umso gerechtfertigter das Symbol oben links, dass der Bernie sich verabschieden will. Modding soll im 17er LS ja leichter werden. Vielleicht überlegen sich's noch mal ein, zwei Leute, die sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir alles zu krank hier, zu krass. Vielleicht überlegen die sich noch mal und sagen, ja, es ist ja jetzt echt einfacher. No, dann vielleicht haue ich noch mal so ein, zwei Mods raus, guck, was passiert. Vielleicht bleibe ich ja im Geschäft. Vielleicht. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Auch nur eine Vermutung oder eine
Ja, das waren nur so zwei, drei Worte, die man da rausgehört hat, dass es einfacher werden soll im LS17. Schauen wir. Schauen wir, was uns da erwartet. So, dann fahren wir das mal direkt ins Lager hier. Und sobald wir ein bisschen Zeit haben, werden wir das mal hier, ne? Das meine ich. So, solche Schilder hier. Du weißt genau, wo kommt was hin und es sieht zudem auch noch geil aus. Ne? Sicher hier die Lichtkegel, aber ganz ehrlich, das ist doch mir egal. Also, das ist mir doch wirklich egal. Allerdings habe ich hier noch kleine Navigationsprobleme. Wir müssen nämlich geradeaus. Wir sind fast vorbeigefahren, glaube ich. Irgendwo hier war das und dann auf der rechten Seite. Aber nicht hier. Nee, das war hier links, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, neue Karte, neues Glück. Aber erstmal suchen. So. Da hier mit dem Gebläse. So Kleinigkeiten halt. Und wenn wir fertig sind mit Abkippen, können wir hier wieder zumachen. So, die. Das geht zu und er haut ab. Ist doch genial, oder? Wir machen mal wieder auf. Sonst wundern wir uns beim nächsten Mal, dass wir da nicht abkippen können. So, dann fahren wir wieder zum Feld. Kartoffeln und Zuckerrüben sind hier. Also es ist schon genial. So, und da sind wir auch wieder. So, stellen wir uns mal hier hin. Und pressen schnell weiter. Und wir können auch mal reingehen eigentlich. So, jetzt. Oh, der hat doch ganz schön zu kämpfen hier, der Kleine. Auch das mit dem Feldkauf hier, das ist so genial, das machen wir mal. Da gehst du zum Feld hin. Da steht ein Schild. Mit dem Kaufpreis. So. Wenn du das dann kaufen möchtest, dann siehst du auf dem Schild, wo der Kaufpreis steht, am Feld, eine Adresse vom Eigentümer von dem Feld und dann kannst du da nämlich erstmal hinfahren zu der Adresse und da kannst du dann auch das Feld kaufen. Finde ich sehr cool gemacht, wirklich. Und das sind so die Kleinigkeiten, die Feinheiten, die ich meine, die so eine Karte ausmachen, ne? So, wir drehen mal hier gekonnt um. Ah, so. Oh, Otto ist auch schon wieder voll. Mensch, hier kommt aber ordentlich was runter. Ja gut, ohne Säulenmod macht sich das schon bemerkbar, ne? Apropos Säulenmod, ihr könnt gerne mal hier auf dem Kanal im Multiplayer-Projekt vorbeischauen. Auf der Karte Gamsting sind wir dort unterwegs. Aktuell im Säulmod und eigentlich hatte ich ja keine Ahnung und keinen Bock eigentlich auf Säulmod, aber das ist gar nicht so schwer, wie man denkt und auch gar nicht so umfangreich, wie man denkt. Ich habe hier, was habe ich hier vor mir liegen? Ein A4-Zettel mit einer Tabelle, wo drauf steht, welches Herbizid bei welchen Früchten. Wie müssen die Nährstoffwerte sein und so. Also so viel ist es gar nicht, was man sich da ja, einprägen muss oder so. Also man muss halt nur wissen, wo es steht. Das steht hier auf meinem Zettel und dann geht es, ne? Dann fährst du nämlich nicht hin und düngst erstmal das Feld, sähst an, erntest ab, fertig. Sondern
Du musst wirklich jeden Tag aufs Feld gucken. Musst gucken, muss ich jetzt kalken, muss ich jetzt düngen, muss ich jetzt, also, ne, brauche ich Feuchtigkeit oder nur Nährwert oder muss ich Wasser rauf sprühen oder, ja, das ist schon wirklich sehr cool, muss ich wirklich schon sagen. Klar hast du dann nicht ganz so viel Ertrag, weil du eigentlich ja nie auf die 100% kommen wirst vom Ertrag her. Aber ich sag mal so 90%, 80% kriegst du locker hin. Da musst du auch ein bisschen aufs Wetter schauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke. Ja, das ist okay. Und hier der Tag über 22 Grad würde dann schon über, also ab 21 Grad, aber hier haben wir ja. Und ab hier würde schon Feuchtigkeit abgezogen werden. Aber wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Ist ganz spannend, ist ganz lustig da. Guckt mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Und überhaupt, wenn euch dieses Video gefällt, wenn euch das zusagt, lasst mir gerne einen Daumen oder ein Abo da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Wenn es euch nicht gefällt, gerne einen Kommentar da lassen, was euch nicht gefällt. Ich werde dann versuchen, das umzusetzen, damit es auch dir gefällt. So, der Otto hat dann das Feld auch schon fast geschafft. Kann der auch erstmal Pause machen. Denn für ihn haben wir aktuell erstmal nichts mehr zu tun. Ja, wir brauchen dann bei Gelegenheit wirklich größere, stärkere Traktoren, aber bis dahin, das hat ja noch Zeit. Und es wäre ja kein Stern drauf, wenn es kein Mercedes wäre. Und es wäre ja auch kein Mercedes, ne? Und so weiter, ihr wisst schon. Also er macht es schon hier. Er macht es schon. Ja, wir werden die Ballen erstmal verkaufen, denn wir brauchen noch das Geld. Wir haben eh noch keine Mähwerke, keinen Ballenwickler und so weiter. Also die Futterproduktion ist quasi, ja, noch, ich würde nicht sagen auf ganz dünnem Eis, auf ganz, also sehr eingefroren. Es ist am Abtauen. Also es dauert nicht mehr lange, aber vorher müssen wir noch ein bisschen Geld machen und dann werden wir uns natürlich um die Kühe kümmern, weil das ist auch schon wieder eine total geile Geschichte hier. Also es bleibt echt spannend. Es bleibt spannend auf der Karte, wie das alles so funktioniert. Alleine der Kuhstall, der ist ja oben begehbar, unten begehbar, da sind noch Gerätschaften drin, die uns das Ganze erleichtern sollen. Das ist echt genial. Also bleibt gespannt. So, wir fahren hier mal einmal gekonnt um den Kollegen herum. Wunderbar. Dann fahren wir mal los. Boah, was macht Otto da? Hat er einen Brummkreisel? Otto? Oh je. So. Otto, was macht er denn da? Ah, jetzt ist er fertig. Hat noch einen kleinen Halm vergessen, aber den nehmen wir jetzt mit. Und bringe Otto mal zum Hof. So, ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen hier auf der Ammerseekarte. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen oder ein Abo da. Wenn es dir nicht gefallen hat, schreib es bitte in die Kommentare. Auch sonst könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ganz klar. Aber wenn es dir nicht gefallen hat, schreib es bitte in die Kommentare. Ich werde lesen und versuchen, das zu verbessern, was dir nicht gefallen hat.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Folge Nummer 2 wieder hier auf der OGF-Karte am Ammersee. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.